Solch eine Technologie zu entwickeln, ist eine verloren gegangene Kunst, die die Bruderschaft wieder aufgreifen möchte. Dann suche ich hier doch mal nach technischen Dokumenten, aber ich habe schon an der Wand gesehen. Kann ich nicht das mitnehmen? Ist das Pam? Ja, Pam Research Projekt. Okay. Ich dachte, ich könnte hier so eine Art Blaupause oder sowas mitnehmen. Ja, Terminal. Ich will einmal nochmal durchgucken. Hier ist noch was. Okay. Ist hier drüben noch was? Nein. Wir gehen mal hier rein. Ich hoffe, wir kriegen den Terminal. Mit dem Terminal die Tür auf. Okay, Passwort. Was haben wir denn? Race. Ich nehme mal. Ach, was soll's? Fangen wir doch oben an. Nulltreffer. Kann nicht sein. Könnte sein. Nulltreffer, okay. Betty? Also. Sehr schön. Sicherheitsbesteuerung öffnen. Okay. Haben wir das? Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Reddix, Manning, okay. Kochplatte, Haarklammerbox. Und das war's? Hier ist also jetzt echt. Das war's. Schade. Geh mal weg, Paladin. So. Haben wir hier. Ach, hier sind zwei Türen aufgegangen. Was haben wir? Kronkorkenvorrat. Coca-Cola. Jetzt mal ehrlich, die Ausbeute hier drin ist jetzt auch nicht wirklich berauschend. So. Dann würde ich mal sagen, wir speichern. Und. Ja, da war doch was mit den Minen, ne? Hoppla. Hoppla. Langsamer gehen. Tür öffnen. Ein Sünd da oben. Ich wollte nur noch mal. Feindliche Präsenz. Nein. Ihr Angriff aus dem Unterhalt ist nicht. Und jetzt ist es gestartet. Ach, da ist noch einer. So machen wir das in der Bruderschaft. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Warte. Will ich haben. Will ich haben. Gut. Haben wir hier nur irgendwas Brauchbares? Nope. War da unten noch was? Achtung. Konnte ich die Tür noch mal auf? Au! Ja, der war schon angebrochen. Da konnte ich gerade nichts machen. Au! Tiefer. Nein, ouch. Verbessert. Dann setzen wir mal hier hin. Noch ein Ticken höher, würde ich sagen. Nein, dann ein Ticken tiefer. So ungefähr. Sehr schön. Ja. Fusionskern. Wenigstens das hat sich gelohnt. Haben wir hier noch so irgendwas? Nein. Schön. Einen Fusionskern nehme ich gerne. Und jetzt geht's wahrscheinlich, müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, den Aufzug benutzen oder Aufzug mit Energie versorgen. Jawohl. Turmsteuerung. Es gab hier noch eine Turmsteuerung. Warum? Dann deaktivieren wir die doch mal. Deaktivieren. Okay. Dann haben wir jetzt den unter Strom. Wir haben das. Wir laden nach.
Und wir müssen. Ich gehe mal von aus, der fährt jetzt runter. Wo ist eigentlich der Deacon hin? Nach oben? Wieso fahre ich jetzt nach oben? Okay. Ich würde sagen, ich bin zu früh hier. Irgendwie. Oder habe ich irgendwo was übersehen? Weil soweit ich sehe, ist... Ja. Soweit ich sehe, ist das Symbol ja hier unten. Das heißt, vielleicht muss ich hier irgendwo nochmal abbiegen. Das ist diese blöde Tür, ne? Nur übers Terminal. Unzugänglich. Und wie mache ich das jetzt? Jetzt mal ehrlich. Wie komme ich denn da jetzt rein? Unzugänglich. Das hilft mir jetzt aber nicht weiter. Gerade am Überlegen, habe ich irgendwo was übersehen? Jetzt nicht, dass ich wüsste, ne? Zitronenpistole. Was ist mit dir? Hey. Wenn wir es lebend hier rausschaffen, garantiere ich dir, dass du aufgenommen wirst. Warum stehst du hier? Ist jetzt ein Bug oder ist es mit, hat das einen Sinn? Geht's ja auch nicht weiter. Hier waren wir ja schon. Ach. Und du lässt mich jetzt doch, du lässt mich hier rein. Und nun? Es geht doch hier weiter, oder habe ich irgendwo was übersehen? Würdest du mit mir reden? Dicke. Hi. Ah, das Switchboard. Das weckt eine Menge Erinnerungen. Was für ein Switchboard? Ich bin ein bisschen verwirrt. Gut, ich würde das einfach liegen lassen. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was du willst, Junge. Hab ich hier irgendwo was vergessen, übersehen? Sofa? Verbranntes Buch? Verbranntes Lifestyle-Magazin? Da ist nichts. Irgendwo habe ich deine Karte vergessen oder was? Ich sehe hier drauf auch nichts. Das ist gesperrt. Gesperrt. Das hilft mir gerade alles irgendwie nicht weiter. Hier dran? Nö. War da was? Nein.
Bett nur. Alles schön und gut, aber habe ich hier irgendetwas übersehen, was mir den Eingang erleichtert oder ich weiß es nicht. Ich meine, der Teddy wird ja nicht das. Also ganz ehrlich, mir fehlt irgendwie so eine Art Passwort. Weil warum ist der Terminal unzugänglich? Und wenn er unzugänglich ist, muss es ja eine Alternative geben, wie ich da reinkomme. Was haben wir hier oben? Hier hatte ich ja alle schon durchgeguckt, ne? Ja. PC. Das ist auch hier. Nix und da hilft mir auch nicht diese dramatische Musik. Irgendwie was. An dem Aschenbecher kann es jetzt auch nicht liegen. Was vergessen. Ich verstehe das ehrlich gesagt gerade nicht. Da war ja nur die Sicherheitstür, ne? Ja. Da wollte ich jetzt nichts mehr machen. Und liegen tut dir jetzt auch nicht. Und den hatten wir ja auch. Ja. Und hier drin war, das war ja diese enttäuschende Sache hier, aber da habe ich jetzt nicht irgendwas Relevantes vergessen. Guck ich nochmal. Nö. Wieder hier. Ah. Ist hier irgendwie was? Schrott. Glühlampe nehmen wir auch mit dem Eimer auch. Aber die Flaschen werden jetzt nicht mit den Eingang ermöglichen. Deswegen wundere ich mich gerade, habe ich hier irgendetwas übersehen oder unzugänglich. Kann man nicht mal irgendwas machen. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ja, das sehe ich ja auch. Aber mit welchem? Beziehungsweise ja, mit welchem ist auch klar, aber. Ich bin mir jetzt nicht unsicher, kann es sein, dass Deacon ein
Eine Backart? So, hier geht's jetzt nur noch nach oben. Irgendwas Nützliches? Wir müssen nach unten, das sehe ich genauso. Da waren wir auch gewesen. Ich möchte ja diesem Fraggle helfen, aber ich komme hier echt nicht rein. Und das finde ich jetzt gerade echt ein bisschen blöd. Institutpistole. Geht's ja nur zu den Toiletten. Hast du einen Bug? Ich weiß gerade hier nicht weiter. Und das ist gerade ein bisschen nervig. Nee. Klar, den würde ich auch gerne holen. Irgendwo in der alten. Dass wir auf heftigen sonst gefasst. Ja, okay. Das hat er ja alles eben erzählt. Das ist mir alles klar, aber. Sollte er gegebenenfalls nicht oben das Tor öffnen? Entschuldigung. Hätte nicht gedacht, dass ich den Ort jemals wiedersehe. Okay, ich würde nur sagen, ich weiß nicht. Nochmal ein- und ausschalten oder. Ich sehe auch hier jetzt nicht, dass ich hier irgendwas. Noch eine Karte. Ich bin gerade verwirrt. Paladin. Hallo. Hätte nicht gedacht, dass ich den Ort jemals wiedersehe. Hey. In Ordnung. Paladin. Wenn du jetzt Zeit hast, wüsste ich immer noch gern, was du von Gelehrter Halen hältst. Was? Motivierter Soldat? Sie ist wirklich äußerst engagiert. Eine echte Teamplayerin. Nichts lieber als das. Aber ich war nicht auf eine Bewertung ihrer Arbeit als Gelehrter aus. Ich wollte wissen, was du von Halen hältst als Mensch. Als Person? Das ist ganz untypisch für dich, mich so etwas zu fragen. Ja, das ist es. Die Wahrheit ist, ich bin um sie besorgt. Da wir beide so gut miteinander auskommen, dachte ich, ich kann mich dir anvertrauen, um eine ehrliche Meinung zu hören. Natürlich. Besorgt wegen Helen, weiß ich zu schätzen zwischen euch. Warum bist du besorgt? Sie scheint gut auf sich aufpassen zu können. Warum machst du dir Sorgen? Helen ist eine vorbildliche Gelehrte. Das hat nichts mit ihren Fähigkeiten im Einsatz zu tun. Kurz bevor du uns gefunden hattest, wurde einer meiner Männer mehrfach von Raidern angeschossen. Halen blieb 2 Tage lang ohne zu schlafen an der Seite des Ritters und kämpfte um sein Leben. Was ging mit ihm langsam bergab. Ich fand, dass sein Leiden enden musste und befahl Halen, ihm eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, um ihn in Würde sterben zu lassen. Obwohl ich sicher bin, dass sie weiter um das Leben des Ritters kämpfen wollte, gab sie ihm ohne zu fragen die Spritze. Sie hat das Richtige getan. Natürlich hat sie das. Aber um die Entscheidung, diesem Soldaten das Leid zu nehmen, geht es ja nicht. Es geht darum, was später an diesem Abend passiert ist. Halen kam zu mir, während ich Wache hatte. Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass was nicht stimmte. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach sie weinend in meinen Armen zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also behielt ich sie eine Weile.
Ein paar Minuten später hörte sie auf, küsste mich auf die Wange und sagte nur, danke, bevor sie ins Polizeirevier zurückging. Da wurde es mir klar. Vielleicht hatte ich es übertrieben. Ich hatte ihr befohlen, ihren Instinkt zu ignorieren. Etwas zu tun, das ihrer Ausbildung nach falsch war. Daher mache ich mir Sorgen um sie. Und auch um alle anderen unter meinem Befehl. Helen. Ich mache mir um dich Sorgen, Helen, als Entschuldigung. Es geht nicht wirklich besorgt. Helen, geht es gut. Ich mache mir eher Sorgen um dich. Um mich? Ich weiß, worauf du hinaus willst. So habe ich es wohl noch nie gesehen. Ja? Also, 4 Soldaten, mehr als die Hälfte meines Teams sind tot. Jeder starb aufgrund meiner Entscheidungen. Ich kenne die Risiken, die diese Arbeit birgt. Das tun wir alle. Aber wie kann mir irgendjemand überhaupt noch vertrauen? Verdammt, wie kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? Ich glaube an dich, gebe unser Bestes, du bist ein Soldat, Helen, festhalten. Ich glaube an dich, Helen, festhalten, was? Würdest du dich besser fühlen, wenn ich sage, dass ich an dich glaube? Das würde es. Sieht aus, als hätten sich die Dinge geändert. Ich habe mich als dein Fürsprecher gemeldet, um dir alles beizubringen, was ich weiß. Aber heute war ich es wohl, der eine Lektion gebraucht hat. Aber Spaß beiseite, es freut mich, dass wir dieses Gespräch hatten und trotz all deiner Probleme hast du dir die Zeit zum Zuhören genommen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit dir nicht nur als dein befehlshabender Offizier reden kann. Schön, dass du dich besser fühlst. Sei das nächste Mal ehrlich. Ich bin immer da. Flirten machen wir nicht, weil ich weiß. Ich bin immer für dich da, Dance. Gut. Vielleicht komme ich eines Tages darauf zurück. Aber danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das hat wohl stärker auf mir gelastet, als ich dachte. Mir tut nur leid, dass du meine schlechteste Seite erlebt hast und nicht meine beste. Deswegen bist du ein Mensch und kein Sünd. So, mein Problem ist immer noch, lieber Paladin, ich komme da hinten nicht in diese blöde Tür. Kommst du jetzt mit? Ah, das Switchboard. Das weckt eine Menge. Ja, das ist doch alles blöde Moppelkotze. Junge, ich glaube, ich brauche dich, um drüben den Computer zu entsperren und du blöde Pappnase bewegst dich nicht. Was soll das denn? Ich laufe jetzt hier zum 5000. Mal entgegen. Warum bleibst du denn da hinten stehen? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich machen soll. Entsperren Experte. Und ich habe keinen Punkt. Bin ich noch weit vom Punkt entfernt. Okay, ganz ehrlich, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich machen soll. Was mich auch gerade ein bisschen nervt. Ich habe jetzt beschlossen, wir werden jetzt Richtung Ausgang gehen. Ich werde jetzt Richtung Ausgang gehen. Vielleicht bringt das was einmal raus, wieder rein. Ich weiß es nicht. Mir fällt nur gerade nichts Besseres ein. Ist ja denn okay, dass man noch den... Ach komm, lass mich rein. Dass man gegebenenfalls nochmal neu lädt. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und ob hier vielleicht was liegt? Vielleicht hätte ich hier gucken... Der Kühler ist schon leer. Ach, ich war hier schon gewesen. Ich war hier schon mal gewesen. Natürlich. Aber nochmal, wie komme ich jetzt weiter? Den Computer, der ist unzugänglich für mich. Das heißt, irgendjemand hat ein Kennwort oder Deacon muss es selber machen, aber die Gint rührt sich nicht mehr. Und dementsprechend weiß ich gerade echt nicht, was ich jetzt machen soll. Also ich versuche jetzt einmal... rein und raus. Vielleicht ist das eine Hilfe. Ansonsten wüsste ich nicht mehr weiter. Jetzt machen wir eine andere Quest. Das ist mir doch zu blöd. Geh mal. Das ist jetzt der Keller. Und ich glaube, dass wir waren mal hier drin gewesen, was total... Au, nachladen, nachladen, nachladen.
Oder noch? Was geht hier ab? Jupp. Klar doch. Hat denn Gute hier Arbeit. Danke. Nein. Hab ich nicht vor. Hat denn jetzt hier einer so eine blöde Zugangskarte oder... Ich weiß nicht, warum der nicht reagiert hat, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, hier muss es doch irgendetwas geben. Paladin? Irgendetwas geben, wie ich... Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist jetzt wirklich ein Buggy. Oder ich habe irgendetwas... Oh ja. Oder ich habe irgendetwas übersehen, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, weil... Ich habe das schon dreimal durchgeguckt. So, ich gehe jetzt nochmal... zurück. So. Und meine Hoffnung ist jetzt... Ups. Nein, das war ein Radio. Meine Hoffnung ist jetzt wirklich, dass vielleicht der Ladebildschirm dafür gesorgt hat, dass ich jetzt... Deacon, vielleicht bewegt hat oder sowas. Das ist jetzt meine Hoffnung. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was das Problem hier dabei ist. Ups, da. Was ist nun? Junge, ich verstehe es nicht. Da ist nichts. Hi. Wenn wir es lebend hier rausschaffen, garantiere ich dir, dass du aufgenommen wirst. Pass mal auf, ich mache jetzt mal... Ich habe sonst keine Ahnung. Ich speichere einmal. Paladin, geh mir mal aus dem Weg. So. Vielleicht, wenn er jetzt gleich aufsteht, vielleicht. Ich weiß es nicht. Kommst du? Kommst du jetzt mit? Mann, ich verstehe es nicht. Das ist hier der Sündanführer gewesen und da habe ich alles mitgenommen. Habe ich irgendwas in meinem Inventar? Ich weiß es nicht. Aufklärungsbunkerzugang. Da kann ich nichts machen. Archeck, Aufseher, Türpasswort. Nein. 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 Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Kannst du diesen Gegenstand nicht ausrüsten? Ja, das ist mir schon klar. Aber das hilft mir jetzt just nicht weiter. Manu, nee, da will ich jetzt gerade nicht hin.
muss hier irgendwo sein. Das Terminal ist doch auch da. Dieser Ort ist nicht sicher. Natürlich, hier waren wir doch tausendmal schon drin. Natürlich ist das sicher. Aber ich... Manu. Waffenwerkbank, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Lass mich doch hier... Mann. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Es muss doch irgendwie... Ist durch ein Terminal gesperrt. Ja, und ich gehe davon aus, dass das der Terminal ist. Okay. Wo sind wir denn? Das ist noch total... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Lass liegen dann erstmal hier drin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Warum der jetzt auf einmal da stehen bleibt. Weil es gibt wirklich keine... Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich müsste ich alles durchsucht haben. Es gibt die... Wir können... Ja. Will man Paladin gegen... gegen Valentine austauschen? Das ist jetzt auch eine Überlegung, aber da er unzugänglich ist, ich glaube, das wäre ein Computer, den selbst Valentine nicht knacken könnte. Okay, wir machen es anders. Ich hab eine Idee. Wir machen das jetzt so. Vielleicht, wir haben jetzt zwei Terminals nicht knacken können. Weil wir noch nicht Experte sind. Ah! Schande. Könnte es noch mehr geben? Wieso kommst du bitte von oben? Genau, ich bin nämlich. Ich werde jetzt einmal speichern. So. Und. Dann will ich einfach eine andere Quest erstmal machen, mich hochleveln, werde mir den Skillpunkt auf Computerknacken da machen. Genau, hier räumen wir erstmal auf. Werde mir den Skillpunkt auf Computerknacken machen, in der Hoffnung, dass dann einmal gucken. Wieder cool, darf er gerne sein, aber sonst, ja. Ist hier hinten noch was? In der Hoffnung, dass ich dann später den Computer vielleicht selber knacken kann. Und vielleicht ich dann in diesem Computer dann das Passwort kriege. Damit ich weiterkomme. Das ist jetzt meine einzige Erklärung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er buggy ist. So. Und da wir den jetzt gerade nicht machen, Karte. Will ich... Wo sind wir denn hier? Da drüben ist das. Haben wir den... Doch, den Punkt hatten wir entdeckt. Ich bin gerade überlegen. Wir sind da. Wir machen jetzt diese Cambridge Quest. Und zwar. Nee, Cambridge College Square. Dann machen wir den erstmal aus, das brauchen wir nicht. Ja, sprich mit den Siedlern. Sprich mit Preston. Wo ist denn die Atomic? Okay, die ist da drüben. Da haben wir vieles auf der Karte neu dazu bekommen. Aber die machen wir erstmal nicht. Spurlos verschwunden. Weit weg von zu Hause.
Unterstützt das Erkundungsteam, okay. Dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns in diese Richtung. Und hoffen wir, dass wir vielleicht echt wirklich, wenn wir uns vielleicht skillen, einmal kurz Orientierung. Wir müssen diese Richtung, ja klar. Wir gehen dann hier hoch. Ich glaube, also das, ja. Wir bleiben mal dabei. Im Computer ist das Passwort, womit ich unten den Terminal verwenden kann. So, Corvega wieder, ey. Corvega geht mir so auf den Nerv. Okay. Wenigstens wird es gerade Tag. Das mag ich. Das gefällt mir. Warum brennt es da hinten? Das gefällt mir schon wieder nicht. War ich da schon mal? Will ich da hin? Einmal speichern.